Hallo, in diesem Video möchte ich das Plugin Timeline vom HTML5 Media JavaScript Framework Popcorn.js vorstellen. Dieses Plugin Timeline bewirkt, dass es eine Informationsanzeige gibt und zu dieser Informationsanzeige kommen immer neue Informationen hinzu. Okay, ein Beispiel. Ich habe hier eine HTML-Seite mit dem Video Tag mit der ID Video und dem Video O.OGV und es gibt auch einen Div-Container mit der ID Text. In Zeile 2 wird das Framework Popcorn.js eingebunden. In Zeile 4 wird sichergestellt, dass die HTML-Seite vollständig geladen wurde. In Zeile 6 wird eine neue Popcorn-Instanz erstellt, gebunden an die Video Tag ID Video. Und in Zeile 33 wird dann das Video automatisch gestartet. In Zeile 8, 16 und 24 kommt das Plugin zum Einsatz. Das bedeutet, ab Sekunde 1 wird im Div-Container mit der ID Text angezeigt. Zum einen der Titel, der Text wird ebenfalls angezeigt und auch noch in der HTML. Also diese drei Elemente werden angezeigt. Und zwar oben. Ab Sekunde 3 wird im Div-Container mit der ID Text der Text 2, Klammer zu, popcorn.js angezeigt, ebenso popcorn.js und darunter auch noch ein Bild. Ab Sekunde 6 wird im Div-Container mit der ID Text 3, Klammer zu, Hello World angezeigt, ebenso Hello World und auch X. Und zwar ganz oben. Das bedeutet, als erstes wird also ab Sekunde 1 werden die drei Elemente angezeigt und immer wenn eine neue Information hinzukommt, wandert der ältere Text nach unten und der neue Text wird ganz oben angezeigt. Und das sieht dann so aus. HTML-Seite neu laden. Ebenso ist es möglich andersherum, also dass der neue Text unten angezeigt wird. So ersetzt man dann ab durch Down. Okay, Seite neu laden. Okay. Ebenso kann man auch die Anzeige beenden und zwar mit End, Doppelpunkt. Und zwar hier mal 7. Das bedeutet, ab Sekunde 7 wird diese Information nicht mehr angezeigt. Ciao und viel Glück.